Hallo zusammen, ganz, ganz liebe Grüße nach Hanau hier aus Bietigheim. Ich kann heute leider nicht vor Ort sein, da ich zum einen ja noch mitten in der Reha bin und zum anderen heute auch noch mal zu meinem Operateur nach Straubing musste, der noch mal einen Blick auf mein Knie werfen wollte. Nichtsdestotrotz will ich mich natürlich ganz, ganz herzlich zum einen für den Preis und für die Erben bedanken. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da so viel Unterstützung auch aus der Heimat bekomme und wie gesagt, ich bin sehr glücklich darüber. Zum anderen will ich euch einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich bin jetzt ja mitten in der Reha mit meinem Knie. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, war es für mich natürlich erstmal ein riesengroßer Schock, die Verletzung. Ich hatte mir wirklich sehr, sehr viel für die WM und auch für die Saison hier in Bietigheim vorgenommen und das ist dann ja leider ein bisschen zerplatzt. Ich habe es aber zum Glück recht schnell geschafft, ja, da die Enttäuschung wieder wegzustecken, weil ich einfach der Meinung bin, dass ja, das ein bisschen auch ein Berufsrisiko ist und so Verletzungen einfach auch mal dazugehören. Jetzt bin ich also täglich in der Reha. Ich habe einen sehr, sehr guten Physio in Stuttgart, der sich da um mich kümmert und ich arbeite hart daran, dass ich schnellstmöglich wieder auf dem Handballfeld stehen kann. Das wird natürlich noch seine Weile dauern. Ich peile mal so grob an, dass ich einfach zum Saisonbeginn wieder fit bin. Und hoffe, dass ich dann da ja, stärker zurückkomme, als ich vorher schon war. Ja, bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch euch einen wundervollen Abend zu wünschen, den anderen Preisträgern und Geehrten meine Glückwünsche zukommen zu lassen. Und ja, ich sage einfach mal bis bald. Ciao!